Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Yu-Gi-Oh! Es ist wieder ein Zeit für ein Duell auf der PlayStation 4 natürlich. Der Dinosaurier-Duelland wartet auf uns. Letzten Part haben wir hier Marco Tsunami und My Valentine besiegt und die Parts sind ja in zwei gesplittert und das Ende wird vom letzten Part ein bisschen komisch gewesen sein, aber ja, werdet ihr selber gesehen haben. Naja. Sorry, weil in den letzten 3 Minuten hat mir ein Sound gefehlt. Kann man wohl wieder nichts machen. Wahrscheinlich wird es nachgemontiert haben. Mal gucken, wie ich es gemacht habe. Werdet ihr das sehen. So, wir haben jetzt noch den Dinosaurier-Duelland als nächstes. Werden wir mal schauen. My Valentine ist auf dem Hügel, um einen ruhigen Moment für sich selbst zu haben. Ich verstehe es nicht. Der erstklassige Duelland zu zerstören ist in der Regel so viel Spaß wie mit dem Schlussverkauf. Warum kann ich es nicht mehr genießen? Grrr, es ist alles wie ein abscheulichen Punk-Joy. Ich kann es nicht glauben, dass ein Amateur mich schlug. Ich muss diesen grinsenden Punk heimzahlen. In diesem Moment sprang Rex Raptor raus, den Mai auf Weg zum Duelist Kingdom duellierte und besiegte und überraschte sie. Ich bin Rex Raptor, der Dino-Duelland, und mir juckte es, dass das Match, das wir auf dem Boot begannen, zu beenden. Lustig, ich dachte, ich hätte dich bereits auf einen Jurassic hintern gehauen. Glaube, was immer du willst, du bist dabei gestapft zu werden. Du glaubst, dass ich einem mit meinem Erbsengehirn wie dich vergelte? Verschwinde, Dino-Atem, husch, husch. Erbsengehirn, ich war ein Finalist in dieser Landesmeisterschaft und ich werde dich auch wissen lassen, dass ich schon 5 Sternchips gewonnen habe. Mai hebt den Armband hoch und zeigt dir Sternchips. Wow, hier hast du schon 8 Sternchips. Von Möchtegern sind dich denken, dass wenn sie ein Mädchen duellieren, dass sie einige einfache Sterne bekommen. Ich habe nur einmal verloren, aber sobald ich diesen Punk Joy finde, ist Payback angesagt. Joey Wheeler, wie konntest du gegen ihn verlieren? Ich würde dich gern sehen zu versuchen, das gibt mir eine Idee. Rex, ich stimme zu, dich zu duellieren, wenn du etwas für mich zuerst machst. Mai und Rex suchen nach Hugo und seinen Freunden in der Hoffnung, Joey zu finden. Es dauert nicht lang, bevor sie es taten. Oh, sag mir nicht, dass es wer ich denke, es ist. Wie geht es dir, Joseph? Froh, mich zu sehen? Begeistert. Also Joy, kämpfst du Yugi noch immer als den Kämpfer für dich? Jeder weiß, dass wenn Yugi nicht dabei wäre, um deine Hand zu halten, hättest du mich nicht geschlagen. Ist nicht so, Yugi? Stimmt nicht. Oh, wirklich, dann schlage ich vor, er steigt hier und jetzt aus deinem Schatten raus, wenn Joey denkt, dass er so hart ist. Mal sehen, wie er für dich selbst spielt. Glaubst du, dass du von dem Mut hast, um den Gesicht des Duellanten zu sehen, den er für dich dir arrangiert habe? Ich duelliere auf Mais auf, da kennst du mich. Das ist Rex Raptor. Diese Knalltür soll mich erschrecken oder so. Ich wette, er ist nicht so hart. Erinnerst du dich, Joey? Rex hat 2 Platz in der Landesmannschaft gemacht. Nun, Joy, musst du Mama Erlaubnis bitten, oder was? Das ist deine große Chance, dich zu beweisen, oder ziehst du dich zurück? Mach dir keine Sorgen, Schwester, ich werde dich stolz machen. Also gut, Dino-Fütterungszeit, lass uns duellieren. Bring es! Ah, Duell gegen Rex Raptor! Der Rex Raptor! Schere, Stein, Papier! Und ich mach als zweites! Ja! Dann los! Gib dein Bestes! Und wir ziehen wahrscheinlich wieder nur Müll. Eigentlich der erste anzeigt. Naja. Nojo. Okay. Ja, übertreib. Komm. Muss er nicht. König. Zweiköpfiger König Rex. Na. Zweiköpfiger König Rex. Er hat aber nur einen 6 ATK. Wir haben eine Karte, produziere die Stufe aller Monsterkarten in deiner Hand bis zu Ende dieser Spielzeugs um 2 Sterne. Ja, das ist natürlich gut. Könnte ich machen. Das ist gerade 5 Attacke für jeden Lava-Kampfwächter, den du kontrollierst. Ja, es ist halt... es lohnt... Lohnt es sich, das jetzt schon zu machen? Ich weiß es nicht. Karte aufschmeißen. Lava-Kampfwächter. 2 Sterne sind halt viel. Wahrscheinlich ja was Besseres. Ich mache jetzt erstmal so. Gucken, was sein nächstes Zug macht. Wir genießen das Duell ganz langsam und schauen, was passiert. Er greift an. Begeistert. Mehr macht er nicht. Okay. Effekt aktivieren. Ich werf für den Lava-Kampfwächter, den du kontrollierst. Ich wirf aber ihn ab. Beschwören! Battle-Phase! Angriff! Und der zweiköpfige T-Rex ist kaputt. Na? Oh, er hat ein Monster.
ein Monster in Verteidigungsposition. Der Axträuber. Dieser Axträuber ist ein gewagter Held. Hallo Axträuber, wir gehen in die Battlephase. Wir greifen mit 1,8 an und springen irgendwas um, was keinen Effekt aktiviert. Gut, direkt Angriff. Bams! Endphase. Du darfst. Ein Babydrache und wir können den uralten Drachen der Zeit fusionieren und beschwören. Ja. Zugänder. Drawphase. Wilder Kaiser. Immer besser. Lava-Kampfwächter. Oh, habe ich keinen Lava-Kampfwächter? Ist nur Sumpfkampfwächter, aber kein Lava-Kampfwächter. Zählt das auch? Ja. Komm. Juhu. Nur so einer. Battlephase. Zwei davon. Und tschüss. Oh. Na genau. Er hatte noch so einen Scheißeffekt. Egal. Mitten in die Fresse rein. Rex Raptor. Na, Rex Bexy. Zeig mir, was du kannst, Rexy Bexy. Oh, immer noch nichts. Drawface. Dieser legendäre Kämpfer. Ja, nur 1-1 ist halt immer. Egal, beschwören. Der mächtige Krieger, Samurai-Krieger. Und tschüss. Und direkter Angriff. Pam. 3-2 nur noch. Infosi und du bist dran. Und er macht meinen magischen komischen Typi weg. Nein! Egal, ich weiß, wenn ich was auf dem Feld hat. Verarschen. Müssen wir echt verarschen. Battlephase. Attacke! Pam! Du dürfst ja gleich mal kein Monster ziehen, das wird immer Monster gezogen. Fällt mir gerade auf. Fällt mir gerade echt so auf. Und er zieht die Fallenkarte. Geilomatico! Warum zieh ich schon wieder den? Warum hast du den dreimal im Deck, Joey? Jetzt bist du eine Pfeife. Oh, Mann. 1-1, Rexy. Na? Was hast du noch auf Lager? Ein Monster? Wow, Rex. Dora-Phase. Oh, das ist cool. Ist die Frage, jetzt hat er sicher sowas wie zerstöre das und Torrental Tribute und zerstöre das. Egal, wir machen das. Wir haben den weg. Und bringen den rein. Bodenlose Fallgrube. Ja, ja, genau. Du bist auch meine Fallgrube. Egal. Zack, Monster weg. Na Mann, der hat diese Säurefallgrube. Ha, Ödland. Du bist öde. Rex, du bist öde. Schon wieder der. Zack. Ja, Rexy. War wohl nix. Satz mir nix, oder? Guck mal. Pams. Gewonnen. Ich glaube, du hast meinen Sternchips gewonnen. Ich habe nicht nur deine Sternchips gewonnen, sondern auch deinen rotäugigen. Stimmt, hat deinen rotäugigen Drachen gekriegt. Geil. Wow. Der böse Geist vom Ring. Machen wir das noch? Oder sagen wir, das ist im nächsten Duell? Das ist die Frage. Wir machen das jetzt noch. Später danach ging das Team nach unten und abendessen, als sie von ihrem Highschool-Freund Bakura besucht wurden, als sie ihn im Lagerfeuer unterhielten, kam das Gespräch bald zum Duellieren. Lass uns jetzt einen Zweikampf haben, nicht für den Sternschuss, aber zum Spaß. Ich bin dabei, nach einigen Sternschuss-Sachen wäre es schön, ein Duell ohne Bedingungen zu haben. Genau, ich glaube, dem alten altes Duell klingt nach einer guten Idee. Bevor wir anfangen, gibt es etwas, das ich gerne mit euch teilen möchte und war alles alle mit dir, Yugi. Nein, das kann nicht sein, ein Millennium-Gegenstand. Ja, und die Magie von meinem Millennium-Ring wird uns schattenreich bringen. Warum tust du das, Bakura? Du hast etwas, was ich haben will und ich ziele danach. Bakura von einem unbekannten Geist besitzt nutzt die Kraft seines Millennium-Rings, um seine Freunde Seelen wegzuschließen. Ihre Seelen wurden weggesperrt und jetzt hast du unzählige Jahrhunderte des Wartens gehört mit dem legendären Millennium-Puzzle. Genau, als Bakura versucht, das Millennium-Puzzle zu packen, fing es an zu glühen. Der Geist des Puzzles erwachte und manifestierte sich in Yugi. Nein, das kann nicht sein. Du willst mein Millennium-Puzzle, dann wirst du dafür duellieren müssen. Aber wenn ich gewinne, wirst du meine Freunde fragen und dann sendest du alle uns zurück. Ich bin meiner einer Lächelbedingung einverstanden, Yugi, aber ich verspreche dir, es steht nur mehr zwischen Spiel, als du verstehst. Und das ist ein Schattenspiel, das du nicht gewinnen kannst.
Okay. Wird doch wieder ein längeres Duell, habe ich so die Vermutung. Und er gewinnt. Nein! Spieltaste bitte. Gut, danke. Wuhu. Wir machen Platt Bakura. Das Schattenspiel. Okay. Der dunkle Magier. Oh Mann. Ja genau, kommt mehr, mehr. Und dann einmal schwerer Sturm und alles ist weg. Jedes Mal, wenn ein Monster auf der Füße von der Skin gelegt wird, flügelt er boah. Wille, ein beliebiges Anzahl Monster in deinem Friedhof beschwören, sie als Beschwörung. Falls du tust, verlierst du toll, verlierst du jetzt die effekte Spielbeschwörung beschworen Monster. Du kannst im Spiel, indem du diese Karte aktuell keinen Battle Pass durchführen. Du kannst eine sehen lassen, was? Das Ding ist halt, jedes Mal ein Monster auf der Friedhof des Gegners gelegt wurde. Mies, das ist mies. Das sind schon 600 Schaden, wenn du es überlegst. Boah. Effekt aktivieren. Oh Mann. Was ist das? Strahl auf einem Monster-Typ-Fels auf dem Spielfeld. Polymerisation. Was habe ich als... Oh, ich muss das auseinander... Tun der Magier, dann kann ich Wiedergeburt holen. Okay, da zählt es anscheinend nicht. Fuck. Und den. Doch, zählt. Verdammt. Oh, aua. Boah, ist das mies. Was habe ich denn als... Nur ich. Lol. Okay, nächsten Karten, bitte. Oh Mann, das ist doch alles. Warum habe ich eigentlich so ein Drecksmonster drin? Ich verstehe es nicht. Das ist doch echt mies. Ich will mein Monster nicht wegschmeißen. Das ist halt voll geil, das hier. Einmal. Und Poli. Scheißegal auf Poli. So, ich muss gucken, was der hat. Verdeckt. Und Battlephase. Und? Okay. Pam! Wenn es Monster Typ Zombie ist nichts so gespielt, dann kann er ja nicht angreifen. Okay. Oh Mann, Bakura, du wirst mich wahrscheinlich. Oh Mann, natürlich. Und schmeiß weg. So was Stärkeres auch noch. Ich will es nicht. Nein, ich will keine Spielkraft einsetzen. Das kann ich gebrauchen. Autsch. 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 Das hat schon krass. Die Heimkarte ist bitter. Nochmal. Wuss. Ja. Ich hab was vor. Wiedergeburt! Schwarzer Magier! Komm zurück! Ja! Sein mächtiger schwarzer Magier! Und tschüss! Er kommt raus! Geil! Das ist geil! Bam! Ach, wahrscheinlich die speziellen Monster von ihm kommen dann raus. Das ist geil! Ha! Mächtig! Na? Das hat kein Monster, hä? Oh doch, verdammt. Nein! Zug ändern. Okay. Draw Face. So. Antisaurus! Nächste Runde mache ich dann. Mega. Angriff. Oh. Nein. Egal, ich mache ihn kaputt. Pams! Ja, Angriff! Tschüss! Hat er nicht einen Effekt gehabt? Nö, okay. Attacke! Pam! Im nächsten Zug bist du vielleicht KO, mein Freund. Und viel Glück. Oh, shit. Oh, Gott. Gott sei Dank habe ich Spielkraft. Und Wiedergeburt dann. Aua, aua, aua. Ja, du, nur durch deine Feinkarten gewinnst du. Ja. Spiegelkraft!
Zack! Pam! Endphase. Blitzerschlag, geil. Flip-Beschwörung. Zack! Einmal Wiedergeburt wieder. Zack! Okay, einmal. Ein als Tribut. Zack! Pam! Und ich werde es jetzt erledigen. Ist mir egal. Die 900 Punkte nehme ich noch als Schaden. Mir egal. Autsch. Autsch. Wiedergeburt! Dunkler Maria, kommt zurück. Pam! Und Battlephase. Nun wirst du deinen Tod wieder zurückkehren. Erstmal der Kleine. Pam! Herbeigeflor Totenkopf, Angriff! Und dunkler Magier, gib ihm den Rest. Direkter Angriff. Wir wollen! Ja! Bist du in Ordnung, Bakura? Jetzt bin ich es, dank dir. Wo hast du mir den Ring herbekommen? Mein Vater fand ihn auf seiner Reise. Er sagte mir, er ist aus dem antiken Ägypten. Er war im Shop auf dem Bazaar, als er mir den Ring ins Auge fiel. Der Mann, der den Ring am meisten Vater Korra sagte, hat es im Duell Monsters zu tun. Aber das machte nie Sinn für mich, das Kartenspiel neu und der Ring eindeutig antik. Als mein Vater zurückkam, gab er ihn mir. Er sagte, er fühlte sich dazu bestimmt, war ihn zu haben. Oh ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein cooles Duell. Es hat Spaß gemacht. Man hat wieder was Neues gesehen. Das ist cool. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.